Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved Staffel 3 mit dem Explorer und dem Dark. Grüß dich. Und ja, die letzten drei Folgen haben wir ja gefarmt wie die Wahnsinnigen. Aber mit den Viechern jetzt, das geht so fix, so schnell. Macht schon Fun. Also es ist nicht mehr die Belastung wie damals, wo wir es noch mit der Hand gemacht haben. Hört sich auch irgendwie verkehrt an, kannst du jetzt deinen Teil zu denken. Ja, der Dark sagte gerade, bei unseren zwei Spinos, die sich hier durchfressen sollen mit den Piranhas, hat ja irgendwie gar nicht geklappt, weil die Viecher so schnell nachspawnen, ist noch ein dritter Spino nachgespawnt. Nur Level 15, aber der Dark kümmert sich gerade rum, macht den platt. Wir werden in der Folge jetzt die Drogenküche mal anschmeißen und wir werden Narkotics machen bis zur Bewusstlosigkeit. Die zwei hier, mit denen war der Dark hier unterwegs, hat Narkotics geholt. Wenn du Fleisch Narkobären. brauchst, die sind hier in Drach. Nee, also bei mir habe ich auch Gammelfleisch drin ohne Ende. Sieht interessant aus, wie die ganzen Viecher alle vor der Tür stehen und Explorer nur immer an einem entlang läuft. Alles einkassiert. Ja. Haben wir die Tür zugemacht? Ja. Gut, dann werden wir unsere drei Mörser jetzt mal hier kräftig in Beschlag nehmen. So. Ich finde die neuen Dinos cool. Die sehen echt stylisch aus. Die Stimberries tue ich dir dann oben im Kühlschrank, ne? So, das. Das. Das war's. Ne, hier so noch. Okay, dann packen wir die mal rein. Ich muss warten, bis produziertes Humane was zu trinken. Juhu. Drugs. Unsere Supermuni wieder machen. Welchen hatten wir jetzt, den linken oder den rechten? Den hatten wir ausgeräumt. Okay, dann kommt er jetzt dran. Also sind jetzt nicht so viele Narkobären. Ich glaube, da müssen wir noch ein Röntgen machen. Weil wir brauchen ja für jeden Schuss brauchen wir 75 Narkobären oder so. Brauchen wir noch Gammelfleisch. 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 Aber ich meine, oben im Kühlschrank hätten wir, glaube ich, auch noch Narkobär. Müssen wir mal gucken. Ich meine, da wäre auch noch was. Obwohl, da kann man direkt die Stimberries mit hochnehmen. Die brauchen wir für das Stimulant, was aber nur der Dark herstellen kann. Dann müssen wir mal hier bei unseren beiden Katzottel gucken, ob die ein Ei gelegt haben. Müssen wir öfters dran denken, damit wir das auch mal sehen. Oh je. Da noch was rein? Ja, ein bisschen. Also Gammelfleisch haben wir mehr als genug.
sieht's hier aus? Puh, ja, da müssen wir nach Narkobären farmen. Ja, ist gut. Ein paar Schnitzel im Kopf. Der brutzelt auch hier vor sich hin. So. Taschen waren jetzt leer, ne? Ne, das Leder ist noch drin. So, Leder ist raus. Der Drache war jetzt leer, ne? Fleisch, Fleisch, Fleisch. Gammelfleisch, Gammelfleisch. Gammelfleisch, Leder. Leder. Holz, 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 Holz. Gut. Was ist hier los? Warum ist das so laut da draußen? So, mein Freund, du kannst jetzt mal ein bisschen Platz machen. Gucken, ob sie ein Ei gelegt haben. Ja, da liegt eins, aber ich glaube, das ist das eine von eben, ne? Ja, nehmen wir jetzt mal mit. Ich weiß nicht, ob die dann erst ein neues legen. Liegt da noch eins oder ist das Kacke? Oder ein Stein? Ein Kackestein. Nee. Komm, hauen wir uns so einen riesen Eigenkopf. Nein, Explorer, doch. Gut, ja, dann gehen wir, müssen wir jetzt nochmal Narkobären farmen. So. WB. Den Weinkeller. Oha. Nein, nein, hat nur mit länger gedauert. Ja, wir brauchen nochmal die dort dreifache Menge an Narkobären, von dem, was du jetzt hier angebracht hast. Ich werde dann, wie farmt der denn die Narkobären? Nur rechtsklick dann an einem Strauch oder was? Nee, du musst diese Special Attacke machen, das C drücken ist das bei mir. Ja. Ich weiß nur nicht, du hast umgestellt, ne? Ja, ja, gucken wir mal. Wer von den beiden hatte den Sattel an? Ja. Birdie! Birdie. Kommt hier nicht raus. So. Birdie, Birdie, Vogt, Birdie, Vogt, Birdie. Nein, ich weiß, der war schlecht. Der war schlecht. So. Jetzt probieren wir mal. Rechte Maustaste. Fiber. Linke Maustaste. Macht er nix. Und C. Okay, bei mir ist auch C. Gut.
Das ist natürlich ein bisschen ungünstig mit der Steuerung, aber gut. Wie soll ich den Kollegen skillen? Ja, erstmal Gewicht und Leben. Gewicht so, wie du es gerade brauchst. Und Leben halt, wenn du sagst, ja. Okay, passt schon. Dein Grabstein verschwindet jetzt. Ja, den Schemme. Hätte ich mir eigentlich auch ein Gimmick draus machen können. Ne? Überall, wo ich jetzt auf der Map gestorben bin, hätte ich mir dann so einen Grabstein hinstellen müssen. Wäre die Map voll gewesen. Ist kurz so. So, Gewicht. Es geht jetzt schon wieder los. Mhm. Schön, ich habe gerade 20 Foundations verballert. Das wird spaßig. Ja, ich kann ja gleich nochmal Holz besorgen. Oder machst du Stein von der? Stein. Ich will, dass das Ding noch was aussieht. Ich mache ein Holzdach, aber ich mache Steinwände und sowas. Aber was wir halt erstmal brauchen, ist massenweise Narkotics, wieder 5 Schuss. Dann brauche ich das Taming-Sedativ, muss ich auch wieder herstellen. Ja, der Kühlschrank oben ist jetzt. Der Kühlschrank oben ist voll mit den weißen Bären und gefühlte 5000 Gammelfleisch, also. Wieso kann ich denn nicht auf den Kühlschrank zugreifen? Kriegt er hier auch Bären raus? Ja. Okay, hat wieder Level up. Oh, Gewicht. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür Gammelfleisch brauchte. Ansonsten kannst du das Gammelfleisch oben aus dem Kühlschrank bis auf 300 Stück kannst du wegschmeißen. Braucht man never ever, ja. Weil der Drache hat jetzt noch drin, deiner hat bestimmt noch Gammelfleisch drin. Erstmal stelle ich weiter Narkomittel an. So. Zündpulver brauche ich dafür. Na ja, Flint hast du genug da. Boah, ich muss mir die Taste umlegen, so kann ich das nicht. Options. Ja, Crouch ist C. Naja, nee. Hä? So, Crouch. Schon richtig. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn du auf dem Dino sitzt. Nee, Crouch ist, der muss zweimal die C besetzt. Nee, hat er nicht, warum nicht? Wieso macht er das nicht? Okay, dann probieren wir eine andere Taste. Ja, jetzt geht's, okay.
Ich hab Level Up oder er? Wer hat jetzt Level Up? Er hat Level Up. So. Dümpelt ja noch ein Spiel nur rum. Okay. Bei uns so beiden reichen, glaube ich. Ja. So. Gehen wir mal dahin. Kriegen wir einen, ja. Ich glaube, jetzt müssen wir zurück. Der ist überladen, der Kerl. Da kommt nicht mehr viel rein. Mich eben ein bisschen konzentrieren, sonst schmeiße ich nämlich aus Versehen die Narkobären weg. Das wäre ungünstig. So, dann mal eben zurück und dann. Schwuppdiwupp, die Waldfee. Sehr, ja, mein Freund. So. Oh, schön. So, doch. Hab ich so. Ich war gerade vertieft. Gammelfleisch, Gammelfleisch. So, Freund der Sonne, du hast doch hier. Braucht sich nur wo? Da. Und da. Und Hopsasa. Brauchst du denn auch Narkotics für irgendwas jetzt? Ja. Wie viele brauchst du? Unendlich. Ja, das will ich nicht hören. Okay, dann werden wir wieder loslösen, neue Bären sammeln. Dann spawnt der Kram relativ schnell wieder nach hier. Und Gott sei Dank Genstimulantien relativ schnell herzustellen. Stellt man in einer dreifachen Geschwindigkeit her wie die Narkopaste.
ich brauche für das Taming Sedativ, ja, brauche ich 15 Narkosemittel, 10 Stimulantien, 10 verdorbenes Fleisch, 50 Fasern, 2 seltene Blumen und 2 seltene Pilze. Okay. Und ich stelle jetzt noch 35 her, das sind, ja, ich habe 500 Narkosemittel, habe ich jetzt eingesackt. Mehr brauche ich auch nicht. Dann haben wir erstmal wieder genug zum Zähmen für die Haie. Ja, wie gesagt, wir brauchen pro Schuss 75 Narkotics. Ja, 10 Schuss, 57 Narkotics brauchen wir. Mhm. Geht auch noch. So. Ja, wir beide, wir leveln hier wie Hulle, du. Stimberries. Ne, aber ist gut, wenn ihr so viel levelt. Weil je höher das Vieh ist, desto höher ist auch das Baby, was dabei rauskommt. Okay. Stop. Na, vierter Level ab. Wann ploppst du an? Hier, komm. Bringt aber auch nicht mehr viel hier. Okay, auf ein neues. Bald wieder Bibernester plündern. Zementpaste oder was? Seltene Pilze, seltene Blumen. Jo. Das hätten wir. Irgendwas kommt hier angetrappelt. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Was? Mit dem Menge an Taming Sedativ, was wir jetzt kriegen. Und was willst du mir damit jetzt sagen? Dass wir rein theoretisch, wenn du willst, bei Gelegenheit die Haie zähmen gehen können. Ach, das sieht gut aus. Ich habe verstanden, das sieht nicht gut aus. Hatte ich jetzt so. Ja, müssen wir nicht sagen. Ich würde sagen, erstmal, weiß nicht, bist nicht die Basis. Können wir aber auch die Haie machen. Mir ist das egal. Also 4 Haie bräuchten wir, denke ich mal. 4. Ja. Okay. Also 4 Sattel noch bauen.
Zwei Sattel noch bauen. Naja, insgesamt, ne, wir können zwei ja nur auf Aggro stellen, erstmal an der Basis lassen. Aber so nur für den Fall der Fälle, dass jetzt einer stirbt oder so, was ja unter Wasser, ne, wenn man da an Staffel 2 denkt oder 1 war es, recht Ja, ich weiß. schnell der Fall sein kann. Vor Bevor allem. ich es vergesse, oben wo der Kühlschrank ist, da stehen so zwei komische braune Krüge rum. Ja, da hab ich, da war Salz drin oder was? Da ist Salz drin, da nimmst du ja gleich ein Stack raus. So ein 6er-Stück-Stack Salz. Ich frag jetzt Das, nicht. dadurch wird deine Lebensmittel haltbarer, die du mit dir rumschleppst. Achso. So. Ja, wir haben keine seltenen Pilze mehr. Aus die Maus. Die brauche ich, glaube ich, aber auch für die Muni, ne? Ernsthaft? Ja. I believe so. Unsere Speziespflanze hat gerade einen Dino getötet. Kriegen die überhaupt noch Wasser jetzt? Nee. Also sterben die doch jetzt, oder? Nach und nach, ja. So, ich denke mal, das sollte wieder einigermaßen reichen. Dann bringen wir das schon mal weg. Dann können wir die nächsten Narcotics ansetzen. Das Tor zu machen. Wie sieht es hier aus? Die machen immer noch Liebe. Kann man ja so nicht rein. Lass mich mal eben runter hier. Na, ihr zwei? Müssen wir noch ein Bötchen bauen, oder? Wie willst du das machen mit den Haien? Kleines Floß. Ich bin nicht sicher, aber das kleine Floß, wenn die zerschirre dann. Oder wir gehen erstmal Bibernester suchen. Ich denke, das wäre am sinnvollsten. Das geht am schnellsten, ja. Ich gucke gerade nur was nach, ob ich dafür was Spezielles brauche. Also für die Megadon-Jagd. Lederstiefel. Das So. bringt doch nichts. Achso, hatte ich nicht noch. Gut, das läuft. Oh, wir sind ja schon mal 29 Minuten. Ja, Kinders. Machen wir einen Cut, oder? Würde ich sagen. Und dann überlegen der Dark und ich, was wir in der nächsten Folge denn noch mit euch so anstellen werden. Ob wir denn wirklich schon auf Haijagd gehen oder ob wir nicht erstmal besser Biber suchen und deren Zuhause ein klein wenig entleeren. Also ich kenne persönlich jetzt nur einen Biber-Spot, wo ich jetzt spontan hinfliegen würde. Müssen wir mal gucken. Wir wünschen dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst, und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye, ciao, ciao, Tschüss, tschüss. tschüss.